Ba-ba-ba-da-ba-da-ba-bau. Na, alles senkrecht, Keule. Warte mal, was ist das? Zecke, Zecke, sie hat eine Zecke am Knöchel. Beruhig dich, es ist nur eine Zecke. Zecken sind gefährlich. Aber deswegen musst du sie doch nicht erschießen, wir können die Zecke doch einfach entfernen. Bist du so blöd? Wir müssen das verdammte Bein amputieren und verbrennen. Und sie müssen wir auch verbrennen und dann müssen wir die Asche auch nochmal verbrennen. Wird hier verbrannt. Ich hab mich vielleicht ein bisschen gehen lassen. Amputieren sollte reichen. Nein! Scheiße. Kann irgendeiner Spanisch? Ich kann ja, nicht mehr wirklich lesen. Ich meine, ich brauche einen Besen. Nehmt euch mal ein Beispiel an Thomas. Hallo. Euch kommt das wahrscheinlich alles bekannt vor. Und das stimmt auch. Ich habe das alles schon mal hochgeladen. Ich habe jetzt aber gemerkt, YouTube blockiert nur die Synchros, in denen Filmmaterial aus dem dritten Maze Runner Teil vorkommt. Deswegen habe ich jetzt aus den Teilen, die blockiert wurden, die Teile aus dem zweiten Teil rausgeschnitten und jetzt nochmal hochgeladen. Was richtig scheiße ist, ist, dass ich eine komplette Synchro gemacht habe. Synchro Nummer 7 geht über 5,5 Minuten. Nur mit Filmmaterial aus dem dritten Teil. Und die kann ich jetzt aufs Verrecken nicht hochladen. Ich hab's schon 3 oder 4 Mal probiert. Ich krieg's einfach nicht hoch. Ha. Ja. Schaut euch einfach den Rest an, Leute. Ich werd's weiter probieren. Bis dann. Ciao. Wie geht's eigentlich deiner Schwester? Gut, nur das Knie hinkt noch etwas. Das Knie oder die Schwester? Naja, das kommt auf die Sichtweise an. Denkst du eher als Knie oder eher als Schwester? Ich bin keine Schwester. Und wenn ich unbedingt ein Körperteil sein muss, dann schon eher ein Ellbogen oder so. Ich musste bei dir immer an Knöchel denken. Okay, Leute, wir müssen reden. 89% von den Leuten, die gerade dieses Video sehen, haben nicht abonniert. Was zum Arsch? Okay? Das ist blöd. Und damit das nicht wieder passiert, sollten wir Thomas steinigen. Ich glaube, es hackt und so kein Fleisch. Blut. Hast du mal so einen geilen Film gesehen? Wo kann ich immer aufs Klo gehen? Hier. Aber mach nicht voll, ich muss nachher auch noch. Nimm das jetzt bitte nicht persönlich. Aber gibt's ja auch attraktive Menschen? Ich dachte zwar, zwischen uns läuft was, aber da vorne. Der da, der das kleine Kind verprügelt. Der ist ja, Max. Komm her, du Pimp. Du stehst auf mich? Vielleicht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Was zum... Okay, wir gehen den Plan nochmal durch. Ich sperre dich da ein und wenn der dicke Junge kommt, rufst du das Codewort. Waschmaschine. Und wenn er da ist, dann komme ich und erschieße ihn. Ins Gesicht. Der Plan ist perfekt. Und du bist der perfekte Lockvogel. Okay, ich weiß, du hast Angst vor dem dicken Jungen, weil dicke Menschen deine Eltern gefressen haben. Und ich habe auch Angst, aber ich muss mich auf dich verlassen können. Was, wenn er meine Hand abbeißt oder so? Keine Angst, ich bin ja da. Ich geh mal unauffällig weg, damit er keinen Verdacht schöpft. Ich hab mich in Scheiße gesetzt. Fuck. Hallo, wer ist da? Ich bin's. Okay, keine Panik. Weißt du, was mich stört? Hier raucht niemand Crack. Doch, wir haben den eigenen Dealer. Ich rauche Crack. Und das soll auch jeder wissen, dass ich Crack rauche. Siehst du? Thomas! Thomas, hey! Ich hab gehört, du willst Speed? Eventuell. Ich bin dein Mann.
200 Tacken die Portion. Willst du mich verarschen? So viel Geld habe ich nicht. Was glaubst du denn, hä? Glaubst du, ich gehe gleich an meinen Geldbaum und ernte da Geld? Was für ein Baum? Arsch. Okay. Ich habe gerade richtig Lust, was zu rauchen, aber ich will nicht alleine rauchen. 150, letztes Angebot. Ich habe kein Geld. Naja. Du kannst mir auch einen blasen. Es ist wunderschön. Und so darfst du die Terz verdoppeln, solange keine Oktavparallelen entstehen. Was zum Geier? Ist mir nur ein Rätsel, wie man sich für sowas interessieren kann. Das ist wichtig. Nee. Damit kann ich nichts anfangen. Es geht darum, Wissen zu vermitteln, was jeder gebrauchen kann. In alltäglichen Situationen. Dann lass mich dir jetzt mal einen Tipp geben. Hä? Wenn du auf Speed bist, sollst du keine ASMR-Videos hören. Und es hilft nicht, wenn du dich in einem Aufzug einschließt. Das ist wichtig. Okay, hi. Willkommen zur ersten Stunde Gymnastik. Wir gehen uns jetzt erstmal warm laufen. Ich habe leider keine Jogginghose, deswegen habe ich meine Kochschürze angezogen. Okay. Gut mitgedacht. Ich rauche Crack. Und das soll auch jeder wissen, dass ich Crack rauche. Wir haben's verstanden, Jeffrey. Ich will dir nicht wehtun. Aber der dicke Junge. Hey. Nein, der ist dick. Der kann dir nichts antun. Ich stehe direkt neben dir. Okay, du hast recht. Expelliarmus! Oh. Alter, an Mino. Hat doch gerade gesagt, dass er uns nichts mehr antun will. Ha! Hast du ihn in deinen Huhn verzaubert? Ich muss den Zauberspruch irgendwie falsch ausgesprochen haben. Ja, das geht auf meine Kappe. Krieg ich deine Schuhe? Thomas, danke, dass du deine Ballettstunde hast ausfallen lassen. Meine Boyband filmt demnächst ein Musikvideo und ich hatte gehofft, du wärst vielleicht dabei. Newt hat mir erzählt, du hast schon Erfahrung mit Background Dancing und du musst auch nur ein bisschen nackt sein. Klingt das nicht verlockend? Ich würde sehr gerne mittanzen. Hm. Ja, ich wusste, dass du dabei bist. Hm. Ach ja, und denk dran, dich zu rasieren. Ich hab keinen Bart. Das meinte ich nicht. Hä? Ich will nicht mehr mittanzen, ihr seid eklig!